und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute einen kurzen Podcast darüber, wie wir in unserer WG kochen und wie wir für Gleichberechtigung in der Küche und möglichst wenig Lebensmittelverschwendung sind. Im Hintergrund seht ihr mich an einem typischen Sonntag, denn Sonntag gibt es bei uns meistens Reste essen, wo ich einmal alles durchcheck, einmal schnuppern, einmal gucken, wie sieht alles aus, von wann ist denn was und das gibt es dann am Sonntag, so wie hier, entweder einzeln warm gemacht oder nochmal als Auflauf oder auf eine Pizza geklatscht, je nachdem, was sich so ergibt. Und das Ganze wird dann gegebenenfalls auch noch ergänzt durch andere Sachen, die noch da sind. Bei uns ist es nämlich so, wir wohnen ja hier in einer WG mit 3 Leuten und wir haben uns das so eingeteilt, dass jeder von uns 2 Tage die Woche hat, wo er fürs Kochen zuständig ist. Der Benni ist am Montag oder Mittwoch dran, ich habe die Tage Dienstag und Donnerstag und Mikkel ist am Wochenende für Freitag und Samstag zuständig. Das funktioniert auch richtig gut, wenn man nur zu zweit ist oder auch in einer Familie mit 4 oder mehr Leuten, dass man, vorausgesetzt alle sind alt genug und zeitlich in der Lage, das zu machen, dass man sich das einteilt und sagt, jeder hat einen Tag, wo er zuständig ist, dann bleibt die ganze Arbeit nicht immer an einer Person hängen. Und hier seht ihr jetzt meine heißgeliebte Heißluftfritteuse. Eine normale Fritteuse, wo das alles im Fett schwimmt, würde ich persönlich überhaupt nicht benutzen. Aber die Heißluftfritteuse ist total praktisch. Man kann Sachen warm machen. Selbst die Pommes vom Vortag, die ich jetzt unten reingepackt habe, schmecken aus der Heißluftfritteuse auch am nächsten Tag noch. Man kann da drin wirklich ja, Fertigsachen machen, man kann backen, man kann da drin kochen. Ja, ich liebe das Teil, weil es einfach mal echt mega praktisch ist. Ja, parallel wird hier der Reis noch mit frischen Zwiebeln gepimpt und da kommen gleich noch Kräuter rein. Dann gibt es Kräuterreis. Hinten ist noch Brokkoli in Rahmsoße und hier vorne ist ein Curry. Also quasi von jedem, der was gekocht hat, nochmal was über. Und dazu gibt es vegetarische Chicken Nuggets und die Pommes vom Samstag. In diesem Zusammenhang kann ich auch nur empfehlen, den Kühlschrank nochmal durchzugucken, nochmal ins Gemüsefach zu schauen, ob da noch irgendwas ist, was weg muss oder ob da noch irgendwie was im Kühlschrank ist, was man als Nachtisch machen kann, um einfach genau am Sonntag dann auch gleich einmal den Kühlschrank durchzuräumen, gegebenenfalls aufzuräumen, um dann frisch in die nächste Woche zu starten. Bei uns ist das so dann der Sonntag. Wenn ihr einen anderen Wochenrhythmus habt, einen anderen Tag, wo ihr euren Wocheneinkauf macht, dann würde ich empfehlen, vor dem Wocheneinkauf einmal einen Kühlschrank-Check zu machen, um zu gucken, was muss verbraucht werden und was kann weg, damit dann nicht irgendwann die üble Überraschung kommt und man dann doch Lebensmittel wegwerfen muss, weil sie am Ende überlagert sind. Und was wir natürlich auch manchmal machen, wenn wir dann doch sehr viele Reste haben, weil es jetzt einen Eintopf gab, der doch etwas mehr geworden ist als geplant, dann hat derjenige, der am nächsten Tag dran wäre, auch mal frei, weil wir dann auch ein Gericht einfach 2 Tage lang essen. Gerade wenn man dann doch in einem Haushalt ist, wo man alleine fürs Kochen zuständig ist, kann man sich so auch immer ein bisschen Zeit und Arbeit sparen, indem man etwas Meal Prepping macht oder auch mal für 2 Tage kocht oder davon dann auch mal eine oder mehrere Portionen einfriert. Wir hatten hier noch ein paar frische Tomaten, die ich jetzt noch aufgeschnitten habe, etwas eingelegten Feta-Käse, sowas ist bei uns auch öfter im Kühlschrank, weil wir das alle ganz gerne mögen, und Veggie-Würstchen, ja, wir sind fast alle mehr oder weniger Vegetarier. Benni isst noch manchmal Fleisch und ich esse manchmal Fisch, aber ansonsten essen wir überwiegend vegetarisch und an vielen Tagen auch vegan. Jetzt mache ich mir mein Tellerchen fertig und fülle mir meine Portion auf. Die Jungs kommen dann nach mir in die Küche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das mit dem Kochen handhabt, ob ihr für mehrere Tage kocht oder euch das auch aufteilt und ob es bei euch auch ein Resteessentag gibt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine gute Zeit und freue mich auf euch beim nächsten Video. Ciao!